Hallo meine Lieben und herzlich willkommen aus meinem Reich. Heute Wetter super, mal von meiner anderen Seite. Super blauer Himmel. Heute habe ich einen Gast und zwar habe ich jemanden eingeladen. Und ja, sie putzt gerade unsere Wohnung. Habe ich sehr empfohlen bekommen. Danke an Barisch nochmal. Und sehr nett, sehr sauber und schnell. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Heute schaut es so aus hier. Blau, blauer Himmel und Luftfeuchtigkeit liegt bei 68%. Ich habe gerade geschaut. Da unten wird wieder sauber gemacht. Ein paar Gäste sind schon eingetroffen heute. Aus Deutschland. Und die nächsten kommen auch. Einer kommt am Donnerstag und der andere am Freitagabend. Mal schauen. Es geht hier ratzfatz. Ja, die Zeit rinnt davon, leider, für uns alle. So schaut es aus. Und sie ist fleißig am Putzen. Hier unten wird auch nochmal sauber gemacht. Autoreinigung, da muss ich nochmal hin heute. Mal schauen. Hier unten ist eine riesengroße Terrasse. Ja, also die zwei, da unten spielen Katzen, diese zwei Häuser verschwinden auch hier. Da wird jetzt neu gebaut. So vier Stockwerke. Ich hoffe, das langt nicht bis zu meinem Balkon, dann sehe ich nichts mehr. Ja, hier gibt es keine Garantie tatsächlich, dass die dann vor der Nase irgendwas hinstellen. Ich bin jetzt gespannt, ob das dann auch hier verschwindet oder ob das bleibt. Und hier der Blick wird wahrscheinlich auch irgendwann mal Geschichte sein, aber lassen wir uns mal überraschen. Ja, so schnell wie hier gebaut wird, schade. Die ganzen Bäume und alles, die Natur wird hier zerstört. Ja, und die Preise steigen ja immer weiter, wie ihr wisst. Es gibt keinen Preisnachlass, sag ich mal, sondern es geht nur noch steil nach oben. Ja, es ist so wie es ist. Je mehr Nachfrage ist, umso mehr, umso teurer wird es halt. Da hinten wird auch gebaut, wie man sieht. Da vorne stehen auch zwei neue Häuser gleich nebeneinander. Also nicht mal 5 Meter Abstand. Traurig, aber wahr. Es ist so, ja. Kann man nichts machen. Ja, dann sage ich auch mal einen schönen Tag von hier aus und mal schauen, was der Tag noch so bringt. Morgen, morgen, meine Lieben. Ich befinde mich jetzt auf der Atatürk Caddesi. Im Hintergrund seht ihr die Moschee. Und ich war hier in diesem Laden gleich gegenüber. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Da steht auch kein Name, doch. Sinmes Lokantasi. Und da oben kommt ihr und gegenüber diesem Elektroladen ist dieser unscheinbare Laden hier. Ich habe jetzt hier gegessen für 13 türkische Lira. Eine Mercimek-Suppe mit Salat, Wasser und. Genau. Und ja, also Wasser war dabei, Salat war dabei und schöne Brötchen, viel Brot. Und für 13 Lira, also unschlagbar der Preis. Also viel günstiger aktuell wie manch andere. Und hier Billitec. Billig ist der Internetanbieter am Eck. Da habe ich jetzt mein Internet her und der ist genau hier gegenüber quasi. Also gleich nach der Moschee, links am Eck, ist dieser Internetladen. Ich muss jetzt ein bisschen schreien. Genau, und hier ist dieser Obstladen. Hier könnt ihr dann Obst kaufen. Und hier geht es dann so zur Seitenstraße, zu den anderen Geschäften. Und da vorne ist auch unser Friseur gleich. Da wollen wir mal schauen, was er macht. Ob er da ist. Ja, da werde ich mich gleich einladen zum Kaffee trinken. Hier könnt ihr auch euer Handy aufladen, von der Türk Telekom überwiegend.
Da habe ich früher immer aufgeladen und jetzt habe ich Türkcell. Ich habe jetzt gewechselt, weil ich einfach unzufrieden war. Und ja, schauen wir mal, ob er da ist. Assalamu alaikum, merhaba. Usta, usta, nerde, usta. Patron, patron. Ah, okay. Inshallah. See you. Hayır, görüşürüz. Ja, war. Ja. Abone, abone. Ja. Hey, tamam. Teşekkürler. So. Hier ist der Friseurladen. HD Kafur, der ist sehr bekannt und macht seine Arbeit super gut. Kann ich empfehlen. Da waren wir jetzt letztes Mal drin. Und gegenüber von diesem Blumenladen ist der dann. Ja, heute ist viel Verkehr, man sieht es. Kaum zu glauben. Und ich gehe zum Autowaschen. Und da zahle ich 50 türkische Lira für eine komplette Reinigung. Also innen und außen, aussaugen, sauber machen, Fenster putzen und so weiter. 5 Euro, also unschlagbar der Preis, kann man echt nicht meckern. Hier seht ihr nochmal die Berge, aber heute ist echt schwül. Also jetzt beginnen die Hundstage in Mahmutla oder Alanya. Und ja, seid gespannt. Bis dann. So, ich hoffe, man versteht mich hier. Ich bin jetzt hier bei der Autowaschanlage, aber ist ziemlich laut, also werde ich hier nicht viel aufnehmen können. Wie gesagt, normale Autowaschen, innen drin, außen und so weiter. Alles vorhanden. Alles da. So, dann sage ich einmal, ja, Dankeschön und wir hören uns. So schaut es aus hier. Und genau. Hier bin ich. Ich bin verschwommen. So, das Auto ist fast fertig, wie man sieht. In dieser Rückzug, so ungefähr eine Stunde könnt ihr einplanen. Mit allem drum dran, Chai gibt es auch noch dazu. Was zum Trinken natürlich, gehört zum Service. Und ja, schön poliert, wie man sieht. Alles tipptopp. Und jetzt geht es dann zum Abonnententreffen, die Zuschicken. Ja, und ja, mal schauen, was danach kommt. Also, bis gleich.